Ja, was will er denn von mir? Such dir die Leute, mit denen er PvP machen kann. Ich glaube, ich bin etwas Low-Level. Ich bin ein Low-Level. Ich glaube, mit mir kannst du nicht PvP machen. Von daher verpiss dich doch einfach. So, gleich haben wir die hier schon fertig, die Quest. Das ist sehr schön. Wie gesagt, die geht ja schnell. Mit den Krawalltypen hier. Krawallmacher. Krawall und Remi Demi. Ja, sind... Oh, Aoi. Eine Falle vielleicht? Krawall und Remi. Wie viele die werfen? Wie viele da hinten sind? Tötet alles. Yay, tötet sie. Juhu. Und wir haben sechs hier. Nochmal vier. Unglaublich viel Kupfer bekommen. Hat sich doch richtig gelohnt. Wir haben scheinbar alle Krawallmacher getötet. Was gab es hier oben links? Vielleicht noch irgendwas Besonderes? Eine Special Mob oder eine Special Quest? Muss ich mal kürkern. Wir brauchen auf jeden Fall noch Felle. Wir brauchen noch Werkzeug. Wir brauchen alles noch. Und wir brauchen eine bessere Waffe. Irgendwann mal. Irgendwann in diesem Jahr noch am besten. So, den schicken wir zur Hölle. Die Hexe kann auch zur Hölle fahren. Dankeschön. Boah, ich sammle... Ey, das ist so nervig, dieses Kupfer aufzusammeln. Ey. Das ist ja so wenig und trotzdem das ganze Kupfer. Dedli, was haben wir hier denn? Scheinbar nichts. Ist hier kein Special Mob, den ich töten muss. Scheinbar nicht. Das ist nicht toll. Machen wir einen Hechtsprung und suchen weiter nach irgendwelchen Gegnern. Hier ist 9 Kupfer. Das lohnt sich auf jeden Fall. Nehmen wir 9 Kupfer mit. 9. 9. 9. Hier ist ein Dungeon, eine Grotte. Normal. Können wir hier rein? Schaffen wir das? Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Pop, der Meister. Sehr schön, die können wir sogar rausporten. Oh, da oben sind 2 Quests. Stufe 11 sind die. Wollen wir den ganzen Dungeon erforschen? Natürlich werden wir den ganzen Dungeon erforschen. Warum? Weil wir es einfach nur richtig hart können. Wir haben es voll drauf, wir sind voll gut, wir sind unglaublich sexy und wir sind ein Kundi. So, den Kollegen zur Hölle geschickt. Ich muss gerade mal eben schauen, wie spät haben wir es denn? Okay, es ist schon ein bisschen später. Es ist gerade 20 Uhr. 20 Uhr 4 auf einen Montag. Ja, Montage sind scheiße. Machen wir den Dungeon noch fertig, dann machen wir die Aufnahme. Machen wir erstmal ein bisschen Aufnahmepause und dann muss ich gleich noch ein bisschen Shakes and Fidget aufnehmen für euch, ne? Ihr wollt ja unbedingt jeden Tag eine Shakes and Fidget Folge. Ich weiß doch gar nicht warum. Warum wollt ihr immer nur jeden Tag Shakes and Fidget? So, ich schieß dich jetzt ab. Dich möchte ich auch gerne abschießen. Darf ich dich abschießen? Bitte, 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 bitte. Dankeschön. Sehr schön. Ich habe dich abgeschossen. Gefällt mir ziemlich gut. Hier schießen wir die Kollegen ab. Dum, dum, dum. So langsam bekomme ich hier Schaden. Das gefällt mir nicht. Ich brauche ein bisschen Heal. Da war Heal. Da ist noch mehr Heal. Ganzen Giftmischer hier und so weiter. Gibt auf jeden Fall auch ziemlich gute Erfahrung, sehe ich gerade. Das läuft, Leute. Es läuft. Kannst du dich mal verpissen? Dankeschön. So, hier geht's weiter. Ich sehe ein bisschen grünlich aus, oder? Sehe ich das irgendwie falsch? Nein, okay, das ist so eine Maske. Da gerade ich bin irgendwie grün angelaufen. Ich wurde irgendwie vergiftet oder so. Das ist aber nur mein Kopf. Dom, dom, dom. Ein Pierscherring. Nein, danke. Diddli. Oh, ganz viele Mobs. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Falle machen. Ich wollte die Falle machen. Die Falle, die schickt jeden zur Hölle. Denn die Falle ist eine Falle. Ich weiß gar nicht, machen die Kleinen mehr wie die Großen? Ich glaube irgendwie schon. Wegen Masse und so. Wisst Masse mal Geschwindigkeit? Nein. Die verbesserte Jägerhandschuhe. Nehmen wir mit. Mal schauen, vielleicht sind die ja was. Was haben wir hier? Die halten echt schon viel aus. Ich glaube, ich nehme das mal rein hier. Denn ich bin ja gerade im Dungeon. Dafür kann man das auf jeden Fall gebrauchen. Und wir ein bisschen schneller durchkommen. Es kann ja nicht sein, dass wir hier so unglaublich schlecht gerade unterwegs sind. Oh shit, ich nehme mal den
krank. Ups, da ist er. Ich dachte, ich hätte ihn auf 2 gelegt, habe ich aber nicht. Und Tränke haben wir auch keine mehr. Das gefällt mir nicht. Keine Tränke mehr. Und die kosten halt auch wieder so viel, ne? Sehr schön. Da ist ein Trank. Sehr schön, weiter so. Also ich könnte noch 20 Tränke gebrauchen. Na, droppen sie jetzt. So, gehen wir hier weiter und hüpfen. Mit Gebaus über diesen Stein einfach rüber. Oh oh. Level 13, die kite ich lieber. Da habe ich ein bisschen Angst. Ich bin gespannt, ob hier so ein Endgegner kommt. Und welches Level der sein wird. So, giftiger Schleim, kannst du dann bitte Richtung Hölle fahren? Dankeschön. Wir nehmen auf jeden Fall Kupfer mit. Wir nehmen noch mehr Kupfer. Kupfer. Gleich sind unsere ganzen Essenzen nun aufgebraucht. Da oben ist etwas zum Anklicken bestimmt für die Quest. Ich muss gucken. Und zum Glück durchdringen unsere Geschosse die Körper. Das heißt, wir machen Double Damage. Uraltes Wissen. Oh shit. Hätte das wieder durchfliegen. Sehr schön. Bam, 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 bam. Und instant beide weggeklatscht. So, die beiden Korn auf weghauen. Kupfer, das gefällt mir schon mehr, ne? Das ist schon besser, auf jeden Fall. 13 Kupfer lohnt sich mitzunehmen. Was haben wir jetzt hier? Yay! Habe ich noch genug Platz für den nächsten Gegenstand? Ja. So, eine Falle mal hier hinpacken. Und weiter schießen. Oh, 5 Kristalle der Wahrheit. Sehr schön. Das hört man auch immer, ne? Wenn die droppen. So, dim. So, Kristalle der Wahrheit, sehr schön. Und vielleicht erreichen wir noch Stufe 12, das wäre ziemlich cool. 2 Quests hier, beziehungsweise nicht 2 Quests, sondern 2 Level. Und dann haben wir vielleicht nach diesem Dungeon auch den täglichen Bonus fertig. Das wäre ziemlich cool. Dass wir das schaffen, oder wenn wir das schaffen, dann wäre ich richtig sexy. Und würde richtig jubeln. Würde losspringen und versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Ich möchte gerne das mitnehmen. So, dann nehmen wir diesen Kollegen mit. Aber hier gibt es doch bestimmt noch einen Special Mob. Bestimmt da oben. Aber da muss ich den ganzen Weg zurücklaufen, ne? Weil irgendwie teleportieren kann ich mich immer noch nicht. Das wird ein weiter Weg zurück. Boah, die halten aber auch viel aus, ne? Soll ich über den Sumpf auf jeden Fall grafisch nicht schlecht, Herr Specht, ne? Wir denken immer noch, es ist ein Browser-Game. Nicht schlecht, Herr Specht. Einmal schießen, einmal los und fertig ist der Damage-Hit. So, leider, die müssen hintereinander stehen, dass ich quasi durchschießen kann. Sehr schön, so läuft das. Aua, hört doch mal auf, so viel auszuhalten. Das gefällt mir nicht. Ich brauche echt einen neuen Bogen. Auch neues Equipment. Vielleicht ja durch diesen täglichen Bonus hier. Bekommen wir dann so ein Set und vielleicht ist da irgendwas Tolles drin, so ein neuer Bogen oder so. Richtig legendärer Bogen. Ich glaube, wir sind richtig legendärer Bogen. Übrigens, meine Schuhe sind immer noch nicht veraltet, wie man sieht. Die sind noch immer ziemlich gut, oder? 17 Lebenspunkte. Das ist einfach nur geil, oder? Auf jeden Fall hat sich das gelohnt, die zu erforschen mit den Kristallen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber man braucht echt sehr viele Kristalle und ich habe zurzeit 13 Stück wieder. Aber wenn ich gleich wieder hier einen Mob töte und dann wieder in der Stadt bin, werde ich wieder so viel identifizieren und dann wird einfach wieder so viel weg sein. Von daher, naja, wir werden es sehen. So, da stirbst du? Okay, du stirbst sogar. Ein verbesserter Piercer-Ring. Ups, falsch, fast falsch Taste gedrückt. Ich glaube, ich lege den Heiltrank mal auf die 3, damit ich auch mit Taste hinkomme. Sehr schön. Ich will gar nicht wissen, wie viel Damage die machen, wenn die mich mal hinten. Ich nehme mal den Piercer-Ring mit. Vielleicht wieder ja was. Hier 13 Kupfer auch sehr schön. Gott, noch mehr von den Viechern. Die halten nämlich so viel aus. Wie viel machen die mit Rechtsklick hier mit dieser Attacke? Okay, ich, scheinbar. Da kriegen die gut auf die Fresse damit. Wow, 89 Damage macht das Ding. Sind die. Gibt es irgendwelche Effekte bzw. Special-Attacken oder Allgemein-Attacken, die irgendwie stärker oder eine Schwäche aufdecken? Vielleicht das sind ja so welche Schleimviecher bzw. so große Dinger. Sind die vielleicht irgendwie anfällig gegen
Feuer oder so, weil ich ja so Feuerdinger schieße, ich weiß es nicht. Ich habe ich gerade doch schon böse Damage gemacht. Aua, die machen Damage, ne? Diese kleinen Viecher. Wenn das so viele sind, das gefällt mir gerade gar nicht. Hier wieder Kristalle der Wahrheit, sogar 5 Stück. Sehr schön. So, wir snipen die einfach mal weg. Wir haben ja die Range. Wir haben die Range. Wir haben sie. Nimm die Kristalle der Wahrheit mit. Nimm sie mit. Wir brauchen sie unbedingt. Den Kollegen nehmen wir auch mal mit. Und ich hoffe mal, da oben verbirgt sich dann. Das sieht ziemlich cool aus, diese Pflanzen, ne? Genau, näher ran. Das ist schon ziemlich cool. Ich hoffe, da oben verbirgt sich dann der Endgegner. Und diese Pflanzen erinnern mich irgendwie an Avatar. Wo die am Anfang in dem Dschungel sind und diese komischen Pflanzen da sind. Da gab es auch so welche Leuchtviecher, oder? War das da? Ich glaube schon. Wenn man sieht, wenn ich sie markiert habe, dann kommt meine rechte Maustaste bzw. mein Präzisionsschuss auch dadurch. Ja, ich kriege echt dicken Damage durch diesen Schuss. Deswegen nehmen wir den lieber. So. Wo verbirgt sich ein Boss? Ich brauche einen Boss. Da oben vielleicht ein Boss. Hallo Boss, bist du vielleicht hier? Bam! Wie, da ist noch einer. Der lebt ja noch. Ich glaube, er hat mich nicht getroffen. So, eine Falle hinlegen. Warten, bis er reinläuft. Die sind echt langsam. Und er läuft sogar einfach durch. Yay, Level Up, Stufe 12! Ich habe das Fangnetz bekommen. Was kann das Fangnetz? Ich weiß es nicht. Fangnetz. Wie cool ist das denn bitte, das Fangnetz? Das ist cool. Das gefällt mir, das Fangnetz. Sieht cool aus. Voll OP, glaube ich, im PvP kann das sein. Wenn ich einfach mal Fangnetz auf einen mache und dann ihn wegtöte. Wegtöte, auch sehr gut. Wenn ich das Fangnetz aufmache, macht das mehr Schaden. Ich muss sogar anvisieren. Da, wo meine Maus ist, kommt das Fangnetz. Alles klar. Das wusste ich nicht. Wow. Aua. Was war das denn bitte? Oh, das ist ein Special-Gegner. Das ist, glaube ich, der Endboss. Oh, shit. Der macht Schaden. Der macht richtig Schaden. Aua. Habt ihr das gesehen, wie viel Schaden der macht? Das gefällt mir gerade gar nicht, wie viel Schaden der macht. Hör ja auf, die Attacken auf mich zu machen. Da, diese Attacke, die darf man nicht machen. Ich muss sie kiten. So, jetzt wieder Fangnetz drauf. Boah. Alter Falter. Fuck, jetzt kommen die Dicken auch noch. Fuck. Ich muss jetzt die Dicken hier wegmachen. Ich hoffe mal, er resettet mich und hat wieder komplette HP. Das ist nämlich ziemlich blöd. So, da schießt er wieder. Fangnetz drauf. Kann er während des Fangnetz nicht schießen? Doch, kann er. Nein, kann er nicht, erst gestunt. Ist auf dein. Oh, ein Leck. Jetzt hatte ich auch noch ein Leck. Jetzt hatte ich ein Leck. Oh, shit. Er ist down! Jawohl! Ui! Ich habe eine verbesserte Ledermütze bekommen. Sehr schön. Davon nehmen wir die Kollegen mit. Was haben wir hier oben? Fertigkeit. Achso, das fangen wir jetzt. Alles klar. Warum hatte ich gerade ein Leck? Das gefällt mir auf jeden Fall nicht. Ist da noch irgendwie eine Kiste oder so von dem Endgegner? Werden wir mal gucken. So, 13 Kupfer nehmen wir definitiv mit. So, das nehmen wir auch mit. Kommen wir hoch? Ja, natürlich kommen wir auch. Oh mein Gott! Außergewöhnliche Jägerhandschuhe. Außergewöhnliche Jägerhandschuhe. Wir haben das nächste epische Item. Und ihr nicht. Jägerhandschuhe, sehr schön. Bald sind wir komplett episch equipped, glaubt mir. Jetzt wissen wir, ob da oben noch eine Kiste ist. Das wäre nämlich ziemlich cool.
So,